Also Zughilfen sind auf jeden Fall Beschiss. Und wenn man Zughilfen benutzt, dann sollte man vielleicht gar nicht mit dem Sport anfangen. Digga, aber die Unterarme geben schneller auf als der Rücken. Also sind Zughilfen vielleicht doch nicht so verkehrt. Griffkraft erhöhen. Ja, moin Leute, herzlich willkommen im heutigen Video. Da ich ja mal so verrückt war und ein Snippet von einem Training hochgeladen habe, beziehungsweise von einem Maximalkraftversuch von RecPuls auf Instagram, schräger Facebook. Vielen Dank da auch nochmal an Alex und Anton, die mir die Kamera gehalten haben, schräger mein Handy gehalten haben. Das ist übrigens der Grund, weswegen es so wenig Trainingsvideos von mir gibt, weil ich grundsätzlich irgendwie alleine trainiere und wenn ich mit jemandem zusammen trainiere, ich andere Leute nicht dazu, also vom Training abhalten will, damit sie eine Kamera halten. Ja, und in dem Studio, wo ich momentan trainiere, ist immer so ein bisschen blöd mit Stativ und Aufbau und bla und so. Nichtsdestotrotz, ja, hier nochmal das kurze Snippet, damit das die Leute halt auch auf YouTube sehen, damit ihr wisst, dass ich keinen Blödsinn erzähle, wenn ich, keine Ahnung, 320 Kilo irgendwie als Rekpol mache, ohne Zughilfen. Ja, und einige Kommentare waren jetzt unter den Dingern so von wegen, boah, krass, ohne Zughilfen, dies, das. Dann poste ich ja hin und wieder auf Facebook auch nochmal so irgendwelche Motivationsvideos oder so und alle Leute sind immer so begeistert davon, dass die Leute irgendwie 300, 340, 350, 400 Kilo ohne Zughilfen heben. Und ja, ich wollte jetzt einfach mal so ein paar Tipps oder Tricks oder was auch immer dazu geben, wie ja, ich das denn mache. So, also aktuell glaube ich, sind 340 Kilo Rackpulls irgendwie drin ohne Zughilfen. Also möglich ist es und großartig was dafür tun. Mache ich jetzt, glaube ich, auch nicht. So, der erste Punkt, was mehr Heben angeht, ist, ihr müsst dafür sorgen, dass eure Patschehändchen nicht flutschig werden. Ja, letzten Endes schwitzt man irgendwie immer bei dem Sport. Und wenn ihr dann natürlich das Problem habt mit schwitzigen Fingern, dann vielleicht noch irgend so eine abgegrabbelte Gurkenstange, die irgendwie kaum noch Ränderung hat. Ja, ich weiß, man nimmt immer die mit der kleinen Ränderung, weil die tut nicht so weh an den Fingerchen. Ist aber für Maximalkraft irgendwie nicht so sinnvoll. Deswegen, also ich habe zwei unterschiedliche Liquid Chalks, ja, also es ist im Prinzip nichts anderes als Magnesia und zum einen Biel Pure Grip und mal wieder MyProtein. Ich muss dazu sagen, ich nutze jetzt vermehrt Biel, weil ich bei Biel das Gefühl habe, dass sie nicht ganz so viel unterstützt, nicht ganz so viel Feuchtigkeit rauszieht, wenn es tatsächlich. Wenn mir mit Biel irgendwas aus den Fingern rutscht, dann nehme ich die MyProtein, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass die mehr anzieht. Ja, also dass die mehr noch trockener macht und sowas. Nachteil dabei ist natürlich, dass ihr, wenn ihr diese Schwielen habt, die müsst ihr von Zeit zu Zeit mal runterschneiden. Also bei mir sieht man es auch, entweder man pult die runter oder man schneidet die mit so einem Nagelknipser ab. Weil das Problem ist, wenn ihr natürlich irgendwann mit schwerem Gewicht arbeitet, dann setzt ihr die Stange im Prinzip hier an. Und dann dreht sich diese Stange und dann können hier diese Schwielen einen Hebeleffekt erzeugen und dann reißt das quasi aus. Und dann habt ihr halt die blutigen Flossen, was ihr halt immer hin und wieder seht bei irgendwelchen Powerliftern. Ja, ist mir auch schon des Öfteren passiert. Also, wie gesagt, ich habe nur herausgefunden, dass wenn ich die Dinger runterschneide, ich nicht so einen starken Hebel habe und das dann nicht so häufig passiert. Ja, aber der Sport tut nun mal weh. Und ja, wer das nicht möchte, der sollte mit Schutzbrille Mikado spielen. Der nächste Punkt, der immer wieder irgendwie angedacht wird, sind diese Fat Grips. Ja, hier, keine Ahnung, Griffkrafttraining durch Fat Grips, dies, das. Ich habe keine da. Ja, ich habe keine Fat Grips, ich brauche keine Fat Grips. Fat Grips sind für mich einfach nur Tinnef. Also es ist für mich echt Blödsinn, hinzugehen und zu sagen, ich brauche jetzt für, wie viel kostet die Dinger? 40, 50 Euro da irgendwie so eine Plastikdinger, die ich mir über die Stange mache, damit ich größeres Dings habe. Das ist vielleicht interessant für Strongmen, die mit der Axel arbeiten. Eine Axel ist, also wenn ihr eine normale Stange kennt, die hat ja so eine 50er, also 50 mm Aufnahme, das ist diese dicke. Und eine Axel ist im Prinzip durchgehend, also die hat im Prinzip auch eine 50 mm Griffgedöns und nicht eine 28 mm, was so normal hat. Dann kommt ihr natürlich mit der Hand nicht mehr rum, ja. Und dann könnt ihr sowas wie Fat Grips gebrauchen. Für Griffkrafttraining
sehe ich jetzt irgendwie nicht so sinnvoll. Was ich hingegen als Griffkrafttraining habe, beziehungsweise ich will es nicht mal Griffkrafttraining nennen, ich will es einfach nur Anti-Aggressionstraining oder sowas nennen. Wenn ihr, keine Ahnung, den ganzen Tag irgendwie am Rechner sitzt, irgendwie, keine Ahnung, wo hockt so und halt irgendwie nicht zum Sport kommt und sowas, dann hat sich halt sowas angeboten wie diese Gripper, ja. Und man muss sagen, hier, da habe ich richtig investiert, das ist so ein Captains of Crush Ding. ja, keine Ahnung, das ist jetzt Captains of Crush Nummer 2 für die Leute, die es interessiert. Ja, damit kann man dann halt so, aber ihr hört es auch, Captains of Quietsch, ja. Nervt ein bisschen dafür, dass die Dinger 30 Euro kosten, muss man sich dann auch noch eine Tube WD-40 dazu kaufen, dass die Scheiße nicht mehr quietscht. Wer so auf Markennamen steht, kann sich gerne Captains of Crush kaufen. Ich nutze jetzt die hier. Das ist jetzt Heavy Grip. Ich habe gar keine Ahnung, von was für einer Marke die ist. Kosten auf jeden Fall nur die Hälfte. Quietschen nicht. Und gibt es auch bis, und jetzt kommt es hier. Also das ist hier wieder der 250er. Der 350er. Ich weiß nicht, ob man sieht. 350er, auf jeden Fall sieht man die große Dings. Das ist so, glaube ich, das Maximum, was man kriegen kann. Das sind diese, ja, 350 Pfund im Prinzip. Und damit könnt ihr dann halt Griffkraft trainieren, ja. Die Dinger finde ich relativ lustig, interessant. Braucht man sie? Nein, man braucht sie nicht. Aber keine Ahnung, für 15 Euro einfach mal so aus Spaß. Ist auch immer lustig, sowas auf dem Schreibtisch liegen zu lassen, wenn man dann ein paar Kollegen hat, die jetzt vielleicht nicht ganz so viel Kraftsport machen. Ist im Ingenieurbereich halt häufig so. Die dann denken, sie sind auch stark und das dann greifen und dann denken, dass sie mal, ja, ist auf jeden Fall lustig, dann sowas scheitern zu sehen. Aber man muss auch dazu sagen, dass die 350er, die sind schon knusprig. Also da muss man schon ein bisschen zupacken können, ne? Ja, und der nächste Punkt, der immer wieder kommt, sind halt Zughilfen. Zughilfen, dies, das, hast du nicht gesehen. Auch da habe ich, glaube ich, irgendwann mal auf Instagram gepostet, dass mir bei, keine Ahnung, 250 Kilo Reckpuls oder so, sind mir die MyProtein-Dinger auseinandergeflogen. Das sind diese normalen mit dieser Schaumstoffpolsterung und dann halt das ja dieses Baumwollgewebe. Man muss dazu sagen, die waren auch schon ein bisschen älter und bla bla bla. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn du jenseits der 300 gehst, und ja, ich trainiere auch jenseits der 300 mit Zughilfen, dann ist es vielleicht interessant, sowas zu nehmen. Ja, die Iron Mind sind meines Erachtens nach, glaube ich, mitunter die stärksten. Man ist auch so ein olles Polyestergewebe. Man muss aber auch dazu wissen, dass die Dinger wehtun. Ja, also sie haben nirgendwo eine Polsterung. Ja, die sind jetzt auch schon hart versifft so, aber das ist nun mal so. Ja, wo gearbeitet, wo gehobelt wird, fallen Späne. Wie gesagt, die Dinger halten, aber sie tun halt weh. Also das ist nicht so wie mit normalen gepolsterten Zughilfen im Prinzip, die ja nun mal die Polsterung extra dran haben, damit sie nicht wehtun. Wenn ihr die halt so ein bisschen falsch zumacht und die so ein bisschen schief sitzen und ihr dann Last anlegt, und mit Last meine ich halt irgendwas größer 250 Kilo, dann zeckt das schon ein bisschen im Gelenk. Muss man halt mit leben. Man darf ja auch nicht vergessen, man hebt da jetzt gerade keine Pommespieker auf, so, sondern das ist ja Gewicht, was man da bewegt. Letzten Endes, wenn man das dann irgendwann weiß und weiß, wie man sie denn tatsächlich richtig anlegt, dann geht das schon wieder mit dem Schmerzproblem. Letzten Endes wird man aber auch irgendwann schmerzresistent. Also das halt resistenter, muss man sagen. Also irgendwann tut es halt nicht mehr ganz so weh. So, jetzt habe ich ja ein Video eingeblendet, wo ich ohne Zughilfen 320 hebe. Reckpuls, muss man ja mal dazu sagen. Wie trainiere ich jetzt? Bei mir ist es immer so, dass ich versuche, den Maximalkraftsatz ohne Zughilfen zu machen. Also das heißt, ich mache so ein Aufwärmding, ne? Also muss man jetzt auf seine Gewichte runterbrechen, so. Das kann ich jetzt nicht also prozentual sagen, gehe ich, glaube ich, so bis 60% ohne Zughilfen, und dann, wenn es nachher interessant wird, dann nehme ich Zughilfen, und dann den Maximalkraftsatz lasse ich die Zughilfen wieder weg. Einfach aufgrund dessen, dass ich mit den, ja, Vorsätzen oder den irgendwas 60, 70, 80, 90% irgendwie möchte ich dann halt nicht meine Griffkraft belasten, weil letzten Endes ist es so, der Unterarm gibt immer vor dem Rücken auf. Und wenn ihr jetzt mit, keine Ahnung, wenn ihr anpeilt, 300 Kilo zu machen und euch schon mit 220, 250, 260 da die Arme lahm macht, dann müsst ihr nicht mehr erwarten, dass ihr nachher das, was ihr gerade für einmal bewegen wollt, dass ihr das dann mit euren Unterarmen noch gehalten kriegt. Ja, und deswegen ist es halt bei mir so, weiß nicht, typisches
Rekpul-Dingens. Man muss sagen, Rekpuls mache ich jetzt momentan wegen meiner Sollbruchstelle hier, Nabelbruch und sowas, deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Will aber trotzdem noch irgendwie schwer heben und deswegen mache ich Rekpuls, bla bla, dumme Entschuldigung, keine Ahnung. Ist halt so. Fakt ist auf jeden Fall, wenn ich anfange, dann fange ich an mit 60 Kilo. Ja, ganz normal, 220er auf die Seite und dann, also 20, ne? Und dann irgendwie so lockere 10, 15, 20 Wiederholungen, irgendwie sowas, dass der Muskel erstmal aktiv wird, dass er weiß, oh, ich stelle mich mal drauf ein, da passiert gleich was. Und dann geht es halt in 40er Schritten hoch, dann kommen irgendwie 100 für 5, dann kommen 140 für 5, dann kommen 180 für 5, 220 für 5, bis, ja, ich sag mal 160 ungefähr, mache ich es noch im Overhand Grip, dann wechsle ich in den Hook Grip, so, dann ab 220 geht es dann weiter mit Zughilfen und den Maximalkraftsatz mache ich dann im Kreuzgriff. Wobei ich mir den auch versuche abzugewöhnen. Aber da komme ich nochmal irgendwann drauf zu, wenn ich dann tatsächlich aufs Kreuzheben direkt eingehe, weil ihr damit Asymmetrie baut. Ja. Und ja, ihr habt solche Probleme wie Bizepsabriss kann passieren und sowas und ist dann nicht ganz so geil. Aber wie gesagt, die 320, 340 oder was, Rackpulls gehen jetzt bei mir auch so noch im Kreuzgriff, ohne dass ich da mir jetzt Gedanken machen muss, dass ich mir irgendeinen Bizeps abreiß oder sowas. Und ja, nichtsdestotrotz, das ist so in etwa das, wie ich trainiere, wie ich mich ja auf meine Maximalkraftsätze vorbereite, dass ich dann halt hingehe und dann 220 dann Zughilfen, 260 dann Zughilfen, dann kommt es drauf an, was die Tagesform ist, ne? Also da sind wir dann schon im Bereich so von 5 bis 3 Wiederholungen, eher 3 Wiederholungen, dann 280 für 3 Wiederholungen, 300 für ungefähr 3 Wiederholungen und dann 320 für eine und ja, und so geht es halt immer weiter hoch. Und ja, ich glaube, das war's soweit. Zum kleinen Einblick in wie trainiert man Griffkraft, wie macht man es nicht, keine Ahnung. Also Fat Grips braucht man grundsätzlich erstmal nicht. Finde ich auch zu teuer. Für die Leute, die unbedingt Fat Grips haben wollen oder dieses Gefühl haben wollen, eine dickere Stange anzufassen, geht in den Baumarkt, holt euch hier die olle Rohrisolierung da, diese Schaumstoffdinger. Dann habt ihr noch nicht mal wirklich einen festen Dings, wogegen ihr arbeitet, sondern gegen so einen weichen, in Anführungsstrichen, weichen Schaumstoff. So, da müsst ihr halt noch ein bisschen mehr agieren. Aber wie gesagt, ich halte es halt für unsinnig, außer wenn ihr tatsächlich Excel machen wollt. Und wenn ihr Excel machen wollt, dann trainiert auch mit einer Excel. Ja, also wenn ihr tatsächlich Richtung Strongman gehen wollt und irgendwelche Contests habt, wo ihr ja mit Exceln arbeiten müsst, dann macht es Sinn, irgendwie sich eine Excel zu besorgen. Ja. Die sind glücklicherweise auch nicht ganz so teuer, weil die meisten Excels halt ohne Kugellager auskommen und dementsprechend habt ihr halt einfach nur so ein, in Anführungsstrichen, 50 mm Rohr, wo ihr auf die Seite irgendwie ein paar Scheiben stecken könnt. Ja, soweit zu Griffkraft. Wenn ihr Fragen habt, dann haut's gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Wie gesagt, beim Kreuzheben und auch allen möglichen anderen Sachen wie Rekpuls oder Squats oder was auch immer, lasst diese verdammten Laufschuhe aus. Laufschuhe sind zum Laufen gedacht und nicht um schwer zu heben. Die sollen euren Hacken federn. Jedes Mal, wenn ich das wieder sehe, kommt mir die kalte Kotze hoch, wenn ich Leute sehe, wie sie auf, keine Ahnung, wie heißen diese Hipster-Dinger, Nike, Air, was weiß ich, versuchen Kreuz zu heben und du siehst, wenn das Gewicht den Boden verlässt, wie die Haxen schon hier so, ich kann nicht mehr stehen. Ja, nicht gut. Die Dinger weglassen, dann hier Investitionen, vor allen Dingen auch, man muss sagen, da kann euch auch keiner an Kahn pissen von wegen, ja, ihr Magnesium, dies, das. Es staubt nicht, es ist keine Schale, die irgendwo ausgekippt werden kann, dass eine große Sauerei entsteht. Das Zeug ist flüssig, das ist in Alkohol gelöste Kreide. Schmiert ihr euch auf die Hände. Also für die Leute, die mich hin und wieder mal gesehen haben, so wenn ich da so mache, ja, dann versuche ich nicht zu fliegen, ja, sondern dann lüfte ich quasi im Prinzip diese Kreide ab. Also den Alkohol ab, dass nur noch die Kreide übrig bleibt. Und die klebt dann auch richtig schön an euren Fingern. Und dann habt ihr auch nicht das Problem, dass ihr da ja in eurem Studio angepisst werden könnt, weil ihr irgendwas einsaut, irgendwas dreckig macht, irgendwelche Magnesium-Staubfaden da irgendwie durch die Welt blast oder sowas. Ne? Deswegen die Dinger. Und es hält ewig. Also, keine Ahnung. Selbst bei mir, und ich nutze das tatsächlich für sehr viel, weil ich sehr viel schwitze, weil ich ein sehr schwitziges Schwein bin, nutze ich das beim Bankdrücken, beim Beugen, eigentlich bei allem, ja. Und Sonnetube hält da ein Jahr oder sowas, keine Ahnung. Also das sind sinnvoll investierte 10, 15 Euro oder was, gerade wenn es dahin geht,
mehr Gewicht zu bewegen, sich auch sicherer zu fühlen, ein gewisses Maß. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn ihr in einem Kreuzhebeversuch seid und ihr merkt, wie das so langsam wegwandert. Und ihr euch denkt so, der Rücken kann eigentlich noch, aber schaffe ich es noch von den Händen? So, ja. Und das Gefühl habt ihr dabei nicht. Ja. Kleine Anekdote dazu. Ich hatte mal einen Trainer, muss man dazu sagen, der zu mir angekommen ist und meinte, hier, Deadlifts und so. Und ich habe gesagt, alles klar, wo bist du denn? Er meinte, 120 Kilo, hatte auch solche Laufschuhe an. Ich habe gesagt, Schuhe aus. Er hat mich komisch angeguckt, Schuhe aus. So, er hat die Schuhe ausgezogen. Sein Max war bei 120 Kilo, der war auch sehr leicht. Keine Ahnung, 60, 65, 70 Kilo, irgendwie sowas. 120 Kilo war sein Max und er ist an dem Tag noch mit Unterstützung bis auf 180 gekommen. Nur mit hier und ohne Schuhe. Ja, und Willpower und Gedanke. Ja, also 170 hat er alleine gemacht und bei 180 war dann die Luft raus. Aber ich denke mal, wenn wir davor nicht den ganzen Philippans gemacht hätten, so 180 wird so sein Max gewesen sein. Ja, nur zum Verständnis. Was die Hände nicht tragen können, ne, das kriegt euer Rücken schon lange nicht hoch. In diesem Sinne, lasst gerne einen Kommentar da. Bleibt geschmeidig.